60 Stunden in der Woche arbeiten und mehr. Menschen, die in verschimmelten, überbelegten Bruchbuden hausen müssen. Menschen, die in vollgestopften Bullis und Bussen hierher gekarrt werden zur Arbeit. Da ist so ein hohes Gefährdungspotenzial und dagegen möchte ich protestieren. Die ganzen Arbeiter sind ja schon betroffen und diese Infektionswelle, auch eine exponentielle Infektionswelle, wird auf den Kreis Coesfeld zukommen und wir Bürger, also ich werde dauernd angerufen von Bürgern, wir haben einfach tierisch Angst.